Du. Okay, ich bin zu dumm, um mir no copyright Musik zu suchen, deswegen sage ich hier Intro. Abonniert mich. Ciao. Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Video. Kann man das nicht sagen, aber ich bin hier gerade im Schnittprogramm und mir ist einfach die ganze Aufnahme von Part 9 weggegangen. Nur noch eine Minute ist da und das seht ihr hier im Scarecrow-Traum. Und ja, ich erkläre euch jetzt, was passiert ist, bis zu der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, was im jetzigen Part 9 drin ist. Deswegen erzähle ich euch mal, damit ihr noch vorankommt. So viel ist gar nicht passiert. Also, wir haben den Scarecrow-Dream geschafft, sind dann relativ zügig zur Doktorin gegangen, haben sie gefunden, haben Zaz auf dem Weg ausgeschaltet, der die Doktorin festgehalten hat. Aber der Kampf war nicht wirklich spektakulär, sonst hätte ich euch noch ein kleines Video vom Kampf von irgendjemand anderem eingeblendet. Natürlich hätte ich ihn gefragt. Ja, dann wurden wir von Harley Quinn entführt und bei Harley Quinn war Quincy Sharp der Anstaltsleiter. Und ja, wir wurden dann K.O. geschlagen und Harley Quinn war weg mit Quincy Sharp. Und dann sind wir deren Spuren gefolgt und sind in die Psychoanstalt reingegangen. Also da, wo die richtig psychischen Kranken sind. Haben dort einen klitzekleinen Kampf mit Harley Quinn gehabt, aber noch nicht der Endkampf. Das weiß ich, Leute, alles gut. Und ja, wir haben Poison Ivy auch noch in dieser Anstalt getroffen, die dann von Harley Quinn sogar noch frei gemacht worden ist, also befreit worden ist. Und keine Ahnung, wo die jetzt ist. Und ja, gerade suche ich noch Harley Quinn, die muss irgendwo sein, aber auf jeden Fall haben wir schon Quincy Sharp gefunden. Und ja, neues Gerät haben wir auch und so gefunden, aber das erkläre ich alles im Part. Und Leute, ich will sagen, es tut mir leid, sowas kommt nie wieder mehr vor. Dennoch hoffe ich, dass ihr Spaß am Part habt. Haut rein, Leute, und ciao! Ja, Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Part. Und ihr denkt euch jetzt, Part 9, was machst du hier bei Quincy Sharp? Ja, Leute, da ich es nicht gemerkt habe und der Speicher von meiner PlayStation weggegangen ist, konnte ich jetzt leider den Rest nicht mehr aufnehmen, weil da stand, dass der Speicher weg ist. Und mir ist es einfach nicht aufgefallen, Leute. Es tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. Ja, also ich habe den Scarecrow Dream durchgespielt, bin dann eigentlich Spuren von Quincy Sharp und Harley Quinn hinterhergelaufen. Und ja, dann bin ich hier in eine Psychoanstalt reingegangen, habe mich dort ein bisschen umgeguckt, bin dann noch ganz kurz auf Poison Ivy gestoßen und habe dann hier Quincy Sharp gefunden und habe jetzt ein neues Item, und zwar den geografischen Sequenzer. Ja, es tut mir auf jeden Fall leid, Leute. Ich hoffe, es geht soweit klar. Ich hoffe, ich konnte alles gut erklären. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir beginnen jetzt weiter. Harley Quinn ist hier auch irgendwo und hat Poison Ivy freigelassen. Und diesen geografischen Sequenzer können wir jetzt, glaube ich, dazu benutzen, zu hacken. Um diese verschlossenen Türen aufzuhacken. Und damit können wir diese ganzen Bleiben Sie Dinge hier. aufmachen. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Okay. Wie gesagt, Poison Ivy war hier drin. Wenn ihr wollt, kann ich euch noch ein paar Screenshots einblenden, wie das alles da aussah. Es tut mir so, so leid. Ja. Stimmt, das habe ich euch auch noch gesehen. Oder war das im letzten Part mit selbst? Nee, das war ich glaube, das war noch im letzten Part. War hauptsächlich eigentlich nur der Scarecrow Dream. Hoffe ich mal. Und halt die Sache, wo wir hinterhergelaufen sind. Überraschung! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Okay. Nun, jetzt ist es da. Ich weiß, du bist schockiert.
Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Warum holst du dir nicht einfach eine Waffe und erschießt die blöde Fledermaus? Weil hier zum Glück keine Waffen sind. Ah, das ist Waffenschein. Okay. Das wird weh. Kleiner Tipp, Jungs. Hütet euch vor den Fäusten. Weißt du, dabei wollte ich so cool ausweichen. Hey, Batman! Sei sanft! Der jetzt auch eine Waffe hat! Ernsthaft aus! Das ist nicht fair, Bat-Hill! Bat-Hill? Hä? Leider hat es wehgetan. Oh Mann, es tut mir so schrecklich leid, dass die eine Aufnahme einfach weggegangen ist. Aber gut, ich glaube, dass das ja mein erstes Let's Play ist. Glaub ich, ist das noch nicht so schlimm, da ihr euch die Part eh nicht anguckt, glaube ich. Also es gibt nur ganz, ganz wenige, die sich diese Part. Hey Batman! Sei sanft zu meinen Jungen! Also das mit ihren Waffen nervt. Echt! Zu Hilfe, kleiner Tipp, Jungs! Hütet euch vor den Fäusten! Also das ist echt nervig. So. War es so leicht, wie es aussah? Hm. Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Hauptsache, sie haut ab. Was ist das für eine Pussy? Manometer. Gut, dann müssen wir anscheinend wieder aufhecken, schätze ich. Schätze ich. Mal hecken wir das mal auf. So. Patientenberuhigungssystem deaktiviert. Ach, das ist ein Patientenberuhigungssystem, aber das tötet. Arkham? Ich weiß ja nicht, wo man ein Patientenberuhigungssystem braucht. Mal hier geht's lang. Okay. Sieh ab, wer jetzt aufgetaucht ist. Der trottlige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ich weiß. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Hier drüben! Hilfe! Willst du mir das geben, Ben? Bitte stell dich los! Unfair, du betrügst Ben! Zeit, den Druck zu erhöhen! Schnell, hol mich runter! Ich bin doch gerade dabei, du hässlicher Mann. Ihr könntet sich stundenlang in seinem Spielzeug verkühlen. Es wird wieder Batman. Der Strom kommt durch. Brach! Gerade rechts hat es Ben. Gerade rechts. Achso. Eingeschlossen. Jo, das ist ein übel schwieriges Heckrätsel. Ah!
Komm, 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 auf mit der Scheiße. Auf mit der Scheiße. Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Jetzt bist du in Sicherheit. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskamen, sah ich, wie sie losging. Die wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu. Ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Hast du ihn vorhin gesehen? Dann laufe ich mit den Cops. Tu mir gefallen. Halt diese verrückte Zicke auf. Schätze mal, dass es hier lang geht. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Geil, geil, geil. Was habt ihr gedacht, dass ich ein Bad Light mache und dann hier drüber bin oder was? Ja. Das bringt ja offensichtlich nichts, also. Ja, also das bringt ja offensichtlich nichts. Die haben doch gesagt, dass sie es versuchen anzumachen. Das ganze System spielt verrückt. Was ist hier nur los? Okay, macht Sinn. Explosivgel und schießen. Nee, das war nicht der Plan. Hä, Digga, ich check halt gerade gar nicht, was ich machen muss. Das ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Sondern das hier. Was hat das jetzt gebracht? Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 5. Victor spricht nicht gut auf die Behandlung an. Victor, gestern haben wir über die Menschen gesprochen, die du umgebracht hast. Ah, die Zombies. Das sind alles Menschen, Victor. Das sind Zombies, die jeden Tag zu ihrer Arbeit latschen. Darauf warten,
wirklich krass weitergebracht hat mich das aber jetzt auch nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie einen anderen Weg gibt. Ja. Weil da ging's gar nicht weiter. So. Ich konnte mich zwar da auf die Kante stellen, aber das hat mir im Grunde genommen nichts gebracht. Aber Leute, nur damit ihr es wisst, mir wird nie wieder mehr eine Aufnahme verloren gehen. Ach, das ist so schade und scheiße. Was? Hier war nur eine Riddler-Trophy? Oh Mann. Lass mich doch einfach nur den Weg weiterfinden, ey. Vielleicht kann ich ja den Raum, der angeblich explodiert ist. Ach nein. Oh, ist noch ein Tonband. Der Name des Patienten ist Victor Zeth. Für die Achtung, der Patient kommt von Dr. Cassidy, die nach dem Vorfall letzter Woche in Urlaub ist. Hallo, Victor. Setzen Sie sich. Wachen, lassen Sie uns allein. Tut mir leid, Doktor. Anweisung des Anstaltsleiters. Ich kann Sie nicht mit ihm allein lassen. Ich verstehe. Hallo, Victor. Wie fühlen Sie sich heute? Victor, ich kann Ihnen nicht helfen. Also Digga, von Säs würde ich gerne alle finden, wenn die jetzt hier so hier im Gebiet bleiben, dann ich mir vielleicht mal ein YouTube-Video an und such die, weil ich finde das Gespräch echt interessant. Ich bin natürlich auch für mich selber zu hacken. Ich bin mir sicher, dass noch ein Tonband hier irgendwo ist. Safe hier hinter irgendwo. Ja Leute, ihr merkt schon, ich bin richtig heiß auf die Dinger. Okay, hier ist schon mal kein Tonband. Nächste Zelle. Das hast du gefunden? Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Lass nur die Zeit weg. Digga, der macht so viel Damage, Alter. Oh
komm. Eine muss hier noch sein. Ein Tonband, komm. Scheiße. Ich hätte es echt vermutet. Ja, und hier oben ist immer nur der gleiche Weg. Und dann hier der Arkham-Bildschirm. Schade, also ich hätte echt noch gedacht, dass sie hier noch ein Tonband hingemacht hätten. Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Da kommt der Mr. J. Ausgezeichnet! Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnapp ihn! Ich verstehe das Kampfschema. Ah, es gibt immer eine bestimmte Zeit, um die Plattform zu switchen. Alter, wie viele denn noch, Mann? Alle an einzelnen Positionen geschützt. Steht neben einigen Namen ein Lächeln. Du bist der Detektiv, sag du es mir. Ah. Hat er mich verraten hier? Du kannst Mr. J nicht finden. Er ist im Geheimlabor in den Gärten und... Verdammt! Ja, ich weiß. Aber er holt mich auf. Ich habe ihre Abdrücke gescannt.
So kannst du das Geheimlabor in den Garten finden. Ja, Harley war überall auf der Insel. Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweisen. Okay, pass auf. Ich habe den Raintech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden als sehr heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's jetzt mit dem Part. Wie gesagt, es tut mir immer noch übelst leid, dass diese paar Minuten verloren gegangen sind. Aber Leute, es waren nicht wirklich wichtige Stellen. Also eigentlich war es im Grunde genommen... Mr. J kümmert sich später um mich. Er spielt doch nur. Also, wie gesagt, es waren nicht allzu wichtige Stellen. Wäre jetzt irgendein Kampf, wäre es schlimm. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt Batman Arkham Asylum. Ciao!